herzlich willkommen zum nächsten Türchen des Alzheimer-Präventions-Adventskalenders. Wir gehen in strammen Schritten auf das Fest der Liebe zu. Und da sind wir alle wieder beisammen. Dann futtern wir alle wieder ganz viel und bewegen uns ganz wenig. Deshalb finde ich es ganz wunderbar, dass Felicitas Gerol bei mir ist. Sie ist erfahrene Yogalehrerin, sie ist Prana-Heilerin, ehemalige Krankenschwester, nein, Krankenschwester. Und sie hat den einzigartigen Feli-Spirit-Yoga-Stil entwickelt, in dem man sich sozusagen in jedem Moment irgendwie neu entfalten kann. Und ich bin total neugierig. Sie hat auch was erzählt von der goldenen Matrix 369 und dem Schlüssel zur göttlichen Meisterschaft. Und ich platze vor Neugierde. Felicitas, schön, dass du da bist. Ja, danke. Danke, Barbara. Tolle Aktion. Ich bin auch ganz, ganz gespannt, was uns heute erwartet. Ja. Ich stelle die Frage mal ganz gerne meinen Gästen. Hast du selber ein bisschen Erfahrung? Also Erfahrung klingt immer so, als hast du dir schon eine Medaille angeklebt. Das mache ich natürlich nicht, aber hattest du schon mal mit Alzheimer, Demenz etc. zu tun? Ja, genau. Also klar, als gelernte Krankenschwester und dann tatsächlich auch in der geschlossenen Gerontopsychiatrie schon in jungen Jahren gearbeitet, hatte ich extreme Formen auch von Alzheimer schon kennengelernt. Und habe dann später 3 Monate meinen zweiten Schwiegervater zu Hause gehabt und da auch nochmal Erfahrungen sammeln dürfen. Dann Und weißt du besser als jeder andere, wie wichtig das mit der Prävention ist, ne? Dass ja, man tatsächlich und ganz witzig, meine zweite Tochter ist jetzt in der Endphase des Medizinstudiums und hat ihre Masterarbeit in Wien über Alzheimer Prävention geschrieben. sehr cool. Ich Ja. würde sagen, dann laden wir die doch als nächstes in meinen, Ja. meinen YouTube-Kanal ein, damit ich mich mit Ja. ihr darüber mal austauschen kann. Das fände ich ja ganz Ja, sehr ist spannend. ganz witzig, weil ich die auch korrigiert habe, die Arbeit. Ist allerdings schon ein bisschen her. Ich habe sie gestern nochmal angesprochen drauf, ob ich die Arbeit schicken darf. Sie hat auch eine Eins dafür bekommen. Also sie, die ist. Das ist, war für mich auch nochmal wirklich interessant, das zu lesen. Und ich habe auch bei dir ein bisschen schon geguckt. Du hast da echt auch selber sehr, sehr viel da schon zusammengetragen. Ja, Ja. ganz ohne Medizinstudium. Ja. Da wird einfach deutlich, wenn da so eine ganz starke Motivation da ist, wie viel wir bewegen können. So. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll. Also ich fange jetzt mal mit dem an, wo es mir am meisten unter den Nägeln brennt, weil ich davon noch nie was gehört habe. Die goldene Matrix 369 hat, glaube ich, irgendwas zu tun mit Nikola Tesla. Aber dann hört es mit meinem Wissen auch schon auf. Das hat mich einfach total angesprochen. Ich bin sehr lange schon spirituell unterwegs und habe wirklich vieles gelernt oder lernen dürfen auch schon. Und habe hier jetzt nochmal eine Ausbildung gemacht, die wirklich nochmal so ganz vieles für mich drehen konnte. Also es ist tatsächlich wie eine eigene Sprache. Das heißt also, wenn wir Golden Matrix Top-Leaderin untereinander sprechen, ist das so ein bisschen wie wenn wir eine andere Sprache sprechen. Ne? So, und das ist dann für Außenstehende manchmal ein bisschen befremdlich, ne? Wenn irgendwas so ganz schräg ist, plötzlich Juhu schreien und laut lachen und so, wo andere vielleicht vollkommen entsetzt sind. ja, und es gibt anhand des Geburtsdatums kannst du deine Meisterschaft errechnen. Und das geht so mit der Numerologie einher. Und wenn du die kennst, dann kriegst du nochmal so einen ganz neuen Blick auf deine Lebensaufgabe. Und das war für mich tatsächlich nochmal so ein ganz neuer Wechsel, weil ich mit Numerologie bis dahin nur so ansatzweise mal Berührung hatte und da nie tiefer eingestiegen bin und jetzt einfach die Menschen nochmal ganz neu anschaue, tatsächlich. Also mit ihrer Meisterschaft anschaue und mit dem, was sie als Stärke mitbringen, als göttliche Stärke und was sie als Geschenk mitbringen. Und das, was wir Geschenk nennen, das ist, was andere Schwäche nennen. Ist also auch nochmal ein ganz neuer Blickwinkel. Also das, was wir sonst so als Schwäche empfinden oder als lästig oder als nervig oder das, was wir weghaben wollen,
das wirklich als Wachstum anzusehen und als echte, grandiose Herausforderung des Lebens. Also nicht so nach dem Motto, das passt auch so wirklich zu dem Alzheimer. Also auch das kannst du wirklich drehen, ne? Also anstatt zu sagen, so Alzheimer ist was ganz Schreckliches, ne? Und das will ich auf keinen Fall haben, wirklich auch dieses Geschenk dahinter zu sehen. Ne? Ja, So. ich habe das Geschenk hinter der Alzheimer-Erkrankung in meiner Familie definitiv schon erkannt und, und gehe jetzt einen anderen Weg. Aber jetzt bin ich natürlich auch brutalst neugierig, ob du mit meinem, was du mit meinem Geburtsdatum herausfinden würdest. Ja, ich habe dich ja jetzt vorher nicht gefragt. Das heißt, wir haben jetzt hier live die Chance, das mal anzuschauen. Wie ist denn dein Geburtsdatum? Der 20.11. 1979. So, jetzt wissen alle, wann ich Geburtstag habe und dürfen mir in Zukunft regelmäßig Gratulieren. zu meinem Geburtstag gratulieren. Genau, also dann, warte mal, muss ich mal einmal kurz rechnen. 30, dann hast du die Lebenszahl 3. Also die Schöpferqueen quasi. Ja, also das heißt, also deine größte Stärke ist die Kreativität. Da mag was dran sein. Ne? Wenn ich so an deinen Beruf denke oder auch an die Art und Weise, wie du da deine YouTube-Videos machst, finde ich die schon mega kreativ. Oder jetzt auch das mit dem Adventskalender, das ist ja auch wirklich eine Schöpfung der Kreativität. Genau, und das größte Geschenk ist die Undankbarkeit. Das heißt also, das ist so die andere Seite der Medaille, ne? Also wir haben alle etwas, was wir als Talent, als Stärke mit in unser Leben bringen, und wir haben diese Kehrseite, ja, die sich dann auch bemerkbar macht, ne? So, und die wir dann oft so auch als sehr negativ empfinden und die nach dem Füllegesetz einfach zur Fülle dazugehört. Das heißt also, das ist etwas, wo es gar nicht darum geht, das wegzubekommen, ne? Zu sagen, so, ich will jetzt nicht mehr undankbar sein oder ich arbeite da jetzt ganz stark dran, dass ich nie wieder undankbar bin, sondern es geht vielmehr darum, das zu erkennen oder also in dem Bewusstsein zu sein, okay, also das ist jetzt so, wie ich hier diese Nase habe oder das rechte und linke Ohr oder meine Haare halt so sind, wie sie sind. So ist das einfach, sind das meine Qualitäten, ich sag's mal so wie bei einer Batterie, mein Plus- und mein Minuspol, der zu mir gehört. Und das weiß jeder und jede, eine Batterie mit nur einem Pluspol oder nur einem Minuspol funktioniert nicht, ne? Das heißt also, wir brauchen einfach beides. Das heißt also, wenn wir in diesen Verschmelzungspunkt kommen, dann sind wir komplett in uns und bei uns und ja, komplett erfüllt, erfüllt, ne? Also er, der Gott füllt so. Und das sind dann eben diese besonderen Momente. Und es gehört aber auch dazu, dass wir immer wieder so in diese eine Seite und in die andere kommen, ja? Und mal bist du mehr in deiner Kreativität und mal bist du mehr in deiner Undankbarkeit. Und bei mir ist es die Macht und die Ohnmacht. Also ich bin Lebenszahl 8 das ist die Königin, die die Macht auf die Erde bringt, Macht von Machen. Ja, und ich habe auch auf der anderen Seite ganz krass diese Ohnmacht. Ja, so. Und jetzt, seitdem ich das weiß, ja, also ich wusste es natürlich vorher auch schon. Also ich war mir bewusst, dass ich sehr machtvoll bin. Ja, und ich habe davor wirklich Angst, also sehr großen Respekt bekommen und auch wirklich Angst bekommen, dann meine Macht zu leben, weil ich gemerkt habe, okay, mit Macht kann man auch ganz viel kaputt machen, ne? So. Und dann bin ich so voll auch in die Ohnmacht gerutscht. Und jetzt mit diesem Wissen der Golden Matrix ist es einfach so, okay, ja. Also ich habe diese Macht und ich erlebe auch immer wieder diese Ohnmacht und ich kann jetzt mit dieser Ohnmacht mal ganz anders umgehen. Heißt Das also, ist ich kann da wirklich auch hergehen und sagen, ja, okay, jetzt bin ich wieder in der Ohnmacht. Und juhu, das gehört auch dazu. Ja, okay. so wie ich auch aufs Klo gehe.
gehört das auch dazu. Ja, okay. Ich werde das auf jeden Fall mal beobachten. Ich war mir jetzt bisher noch nicht so bewusst über Phasen der oder Phasen der Undankbarkeit, aber ich werde da mal hinschauen. Vielleicht entdecke ich ja neue Dinge. Ja, es ist tatsächlich auch nochmal so, also das Ganze geht viel, viel weiter. Also wir haben also nicht nur diese Lebenszahl, das ist genau wie bei der Astrologie, ne? Du hast einmal dein Geburtsdatum, was dein Sternzeichen und dein Aszendenten macht, und du hast ja dann aber auch das Sternzeichen im Laufe des Jahres, was durchlaufen wird. Das wirkt ja auch auf uns. Und wir haben auch der Mond, der in den Sternzeichen alle 2, 3 Tage weiter wandert und auch wieder eine Qualität auf unser Wirken hat. Das heißt, wir haben jetzt gerade Fischetage, so sehr emotional, ne, gefühlvoll, ist ganz was anderes als übermorgen, wenn der Mond im Widder steht und dann full Power, ne? So, also ich bin Widderfrau, also wenn die Widdertage sind, dann bin ich voll in meinem Element, ne, so. Und genauso ist es bei dieser Golden Matrix. Wir haben also einmal das Jahr, also zum Beispiel 2023 ist ein 7er-Jahr, hat also die Qualität der Priesterin, ne, der Lebenszahl 7. Und wir kommen jetzt in ein 8er-Jahr. 2024 ist ein 8er-Jahr. Das ist ein richtiges Fülle-Jahr. Ja? Also da haben wir diese liegende 8. Und das heißt, das ist für uns alle ein Füllejahr. Das heißt, wir werden alle diese Fülle in irgendeiner Weise mehr wahrnehmen. Ich jetzt ganz besonders, weil ich auch noch die 8 als Meisterschaft habe. Also für mich ist das dann nochmal eine Verdoppelung. Und dann kommt es nochmal darauf an, was dein persönliches Jahr ist. Ne? Das heißt, das hängt dann wieder mit deinem Geburtstag zusammen, in welchem individuellen Jahr du steckst. Also das ist so eine ziemlich komplexe Geschichte. Also jeder Tag hat auch nochmal eine eigene Qualität. Und insofern ist auch dieser Wechsel immer da, ne? So dass wir sagen, boah, heute fühle ich mich super, bin ich Superwoman, und morgen trage ich den Kopf unterm Arm, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. Und dann wird es einfach verständlicher. Also für mich zumindest, ist es dadurch immer deutlicher. Also für mich war das immer schon mit dem Mondkalender sehr hilfreich zu wissen, okay, also wenn da jetzt irgendwie mal so ein Gespräch eskaliert, okay, das liegt halt gerade dran, ne? Wasserzeichen, ne? Also Fische, Skorpion, Krebs oder so, ne? Da muss ich mir jetzt nicht zu viel drauf geben. Das kann an anderen Tagen wieder ganz anders aussehen. Wenn wir jetzt da den Bogen nochmal wieder schlagen zur Alzheimer-Prävention, wo siehst du dann den Nutzen in all den tollen Dingen, die du tust? Also ich habe die Golden Matrix jetzt unter diesem Aspekt Alzheimer überhaupt noch nicht jetzt betrachtet, weil Alzheimer war für mich vorher quasi. Und das jetzt nochmal zusammenzubringen, das wäre sehr spannend. Also da jetzt auch nochmal den einzelnen Mensch anzuschauen, darum geht es mir ja immer sehr. Also nicht zu sagen, Alzheimer und Alzheimer, das ist dasselbe, ne? So, also alle, die Alzheimer haben, sind so und so, sondern das ist was so krass Individuelles, so wie jeder Mensch einfach so krass individuell ist, ne? Und wenn du halt verschiedene Alzheimer-Erkrankte kennengelernt hast, das ist übrigens auch noch eine ganz spannende Geschichte, dass in der Golden Matrix es an sich gar kein Krank gibt. Es gibt da einfach, alles ist heil und alles ist einfach nur eine Erscheinung. Ne? So. Und nur ist im Prinzip etwas so, ja, um daran zu wachsen. Ne? So. Und ja, also auch bei Alzheimer finde ich einfach total wertvoll zu gucken, wie ist der individuelle Mensch, was ist seine Stärke oder ihre Stärke und was ist ihr Geschenk, das sie mitbringen. Und diesen Fokus einfach auch so ein bisschen wieder wegzunehmen auf diesen Mangel. Ja, weil wir verbinden ja damit immer was Mangelhaftes, ne? Also das war auch etwas, was mir schon als Pflegefachkraft, wie es heute gesagt wird, damals schon bewusst war, dieses Vergessen, das hat auch
was sehr, sehr, ja, auch was Spannendes, weil manche Sachen möchtest du einfach gar nicht mehr wissen. Oder vielleicht möchtest du auch Menschen, ne, so, also mit denen du vielleicht gar nicht mehr so gern zusammen bist, einfach aus deinem Leben streichen, so. Ja, Oder auch das. Ereignisse. Das heißt, das hat ja auch was, oder auch Schwerhörigkeit, ne? Wenn Menschen, gerade ältere Menschen, schwerhörig werden, die wollen einfach bestimmte Sachen nicht mehr hören. Ja. Das nervt sie nur noch. Ja, ich glaube, dass es da große Zusammenhänge gibt zwischen den Dingen, die man vergessen möchte und dieser Erkrankung definitiv. Ich habe jetzt vorhin gerade, als du das erzählt hast, so gedacht, Wissen über die goldene Matrix, die eigene Meisterschaft etc. pp. Trägt doch vermutlich bei den meisten Menschen auch dazu bei, dass sie noch ein Stückchen näher zu sich selber an sich selber ranrücken, ein bisschen mehr sehen, wer sie eigentlich sind und vielleicht auch erkennen, wo halt Stärken und Schwächen liegen. Und durch dieses sich mit sich selber beschäftigen, kommst du natürlich auch ein Stück weit mehr in die Verantwortung, ne? Und da sehe ich so ganz viel Potenzial für die Alzheimer-Prävention, weil wir wollen ja immer schauen, okay, was kann ich in der Mitte meines Lebens tun, damit ich sowas gar nicht kriege, ne? Und du bist ja auch noch Yoga-Lehrerin, habe ich ja vorhin schon angekündigt, und Prana-Heilerin. Und mich interessiert jetzt natürlich auch brennend, wenn ich jetzt schon mal so eine Fachfrau mit so einem breiten Wissen vor mir sitzen habe. Kennst du aus einem der anderen Fachgebiete Übungen oder Dinge, wo du so nach dem, was du über Alzheimer weißt, für dich sagst, das wären doch bestimmt gute Sachen? Also irgendwelche Techniken, die wir jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk noch weitergeben können? Ein Weihnachtsgeschenk. Also einer meiner wirklich, also jeder, der zu mir zum Yoga kommt, lernt die Eule. Die Eule. Das ist die Eule. Aus dem Kinder-Yoga ist das an sich. Und ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Übung, die hat es mir einfach angetan, weil sie einfach lustig ist. Ne? So. Und das ist auch etwas, so was du bei der Golden Matrix Ausbildung lernst, ist einfach wieder so in diese Leichtigkeit und Freude zu kommen. Und das ist einfach so was Wichtiges. Ne? So, Beste Alzheimer-Prävention ever. Bloß nicht so ne? ernst nehmen alles, ja. Ja, den Spaß ernst nehmen, bitte. Genau, den Also Spaß, den nee, ja, Spaß genau. ernst nehmen. Ne? Genau, So, den und das Spaß vor wirklich, dem Rechten. also A ist natürlich, Yoga ist was Ganzheitliches. Ne? Du machst ja auch vegane Ernährung, habe ich gesehen. Ne? So, das ist ja alles. Das sind alles eben diese Bausteine, ne, die dazugehören. Und wichtig ist für mich immer dieses in Bewegung bleiben und immer wieder auch was Neues lernen. Ne? Deshalb ist mein Yoga-Stil eben auch intuitiv. Das heißt also, ich entwickle fast jede Yogastunde neue Übungen. Und da kommt einfach irgendwas Neues. Und ich dann, wow, jetzt habe ich schon wieder was Neues. Ne? So, und mir macht das selber total viel Spaß. Das ist einfach diese kindliche Freude, weißt du? Als Ja. Kinder war das selbstverständlich, dass wir unseren Körper neu entdeckt haben, ne? Dass wir einfach was Neues entwickelt haben. Und wir haben natürlich im Yoga haben wir diese Standardklassiker, der Baum und der Lotussitz und Die Eule. ja, der Krieger und der Adler und wie sie alle heißen, ne? So, das sind die Klassiker, die jeder irgendwie so auch auf dem Schirm hat, wenn er oder sie an Yoga denkt. Und es macht so viel Spaß, weil das ist nicht Yoga, ne? Das glauben viele, dass diese körperlichen Übungen Yoga sind. Das ist natürlich nicht Yoga. Das ist ein kleiner Teil, ne? Und beim Yoga geht es ja eben um dieses, was du auch gerade sagtest, da komme ich mehr mir selber näher. Es geht ja um diese Vereinigung des höheren Selbst mit dem inkarnierten Teil, ne? Der ja nur ein ganz kleiner Teil ist. Wir haben ja so einen riesen Teil über uns, also so einen riesen Anteil von unserer Seele, der gar nicht hier im Körper drin ist. Ne? So, das ist ja, genau genommen ist es grenzenlos. Ne? Und wenn wir uns damit verbinden, dann steht uns so viel zur Verfügung. Genau, und diese Eule. Das ist, wie gesagt, das ist was Lustiges. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier so zeigen kann vor dem Bildschirm. Also ihr müsst quasi Ja. hier Daumen und Zeigefinger, ich muss weiter weggehen, ne? Daumen und Ja. Zeigefinger
zu einem Fingerring zusammen machen. Mach's ruhig mal mit, Ja, ich Barbara. bin schon dabei. Ich kann, Ja, genau, ja. vielleicht stellst du dich hin, dann sehe ich dich. Genau. So. Und dann klappst du die Hände hoch. Jetzt setzen wir Jetzt uns muss ich wieder. meine Brille aber absetzen, ne? Ja, oder siehst du mich da noch? Ja, so grob. Bist du weit- oder kurzsichtig? Weit. Was? Weitsichtig bin ich. Achso, wie ich auch, genau. Also jetzt sind die Finger oben, ja? Und jetzt klappst du die nach hinten, setzt unten am Kiefer an, Und Kiefer. ja, und dann setzt du die Eulenbrille auf. Hallo. Genau, das scheitert es natürlich schon bei vielen, weil die Schultergelenke gar nicht mehr so beweglich sind. Und da wir Prävention ja schon im mittleren Alter und am besten noch früher anfangen wollen, da haben wir natürlich noch die Chance, sowas auch zu machen. Ne? Also Herrlich. wenn dann im höheren Alter hakt es dann meistens schon an der Beweglichkeit der Schulter, Ellbogen und Handgelenke. Und dann kannst du so an die Decke schauen, du kannst also wirklich auch schöne Körperübungen damit machen. Und ich sage, Ja. also ich habe jetzt meinen Yogaschülerinnen gesagt, so, das ist eure Heiligabendübung, ja, das ist das war die Hausaufgabe Heiligabend, müssen alle die Eule vorwachen. Super interessant. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen wunderbaren Icebreaker abgeliefert mit der Eule, mit dem man die Stimmung an Heiligabend heben kann. Genau. Und ich sage immer, wenn es irgendwie so kribbelig wird, dann die Eule macht, dann fangen alle an zu, also hoffentlich alle an zu lachen. Ja, genau, das, ja, hoffentlich. Jetzt muss ich aber, bevor die Zeit ganz vorbei ist, noch mal einmal fragen, weil du auch Prana-Heilerin bist. Prana kenne ich jetzt im Zusammenhang mit Atmung. Gibt es da noch was anderes zu wissen, was wir vielleicht auch in der Alzheimer-Prävention nutzen können? Also Prana ist das Sanskritwort für Lebensenergie. Und Lebensenergie ist also Lebensenergie und Atem, ne? Beides. So, also Prana ist viel mehr als Atem. Ne? So, Atem ist nur eine Form dieser Lebensenergie und Prana durchfließt quasi den gesamten Körper, durchfließt das ganze Leben. Also wir haben in der Luft Luftprana, wir haben in der Sonne Sonnenprana, wir haben in der Erde Erdenprana, wir haben im Wasser Wasserprana. Also das durchdringt das ganze Leben. Und bei der Prana-Heilung ist es so, dass du quasi die Aura und die Energiezentren, die Chakren scannst, also ohne Berührung, kannst du so fühlen. Und da kannst du natürlich schon im Gehirn viel wieder in Bewegung bringen, ne? Indem du gezielt da reinigst, da wo Energiestau ist und da wo wenig Energie hinfließt, weil eben an anderer Stelle ein Stau ist, bringst du wieder Energie hin. Wenn wir Yoga machen, bringen wir natürlich unser Prana in Bewegung und lösen ganz viel von diesen Blockaden auf. Das heißt, das geht auch, ohne dass wir jetzt bewusst Prana-Heilung machen. Wenn wir spazieren gehen, wenn wir Sport machen, wenn wir im Garten arbeiten, ja, wenn wir einen Baum umarmen, wenn wir einem Tier in die Augen schauen oder ein Tier beobachten, einfach da geht unser Herz auf. Das sind alles Sachen, die unser Prana wieder so in so eine ganz harmonische Schwingung bringen. So. Also alles, was unser Herz erfüllt, also wirklich in diese Fülle bringt. Ne? Also alles, was uns gut tut, ne? Wo wir auch wieder bei der Meisterschaft sind, ne? Weil wenn wir um unsere Meisterschaft wissen, dann können wir ja viel mehr dieses Potenzial leben. Ne? So. Das heißt also, wir können auch viel mehr, auch für Angehörige finde ich es total wertvoll, dann auch wieder zu wissen, okay, ja, das ist deren Geschenk. Ne? Das muss ich nicht persönlich nehmen, das ist halt das Geschenk. So, also das hängt im Prinzip alles miteinander zusammen. Und natürlich, wenn du jetzt nach Prävention fragst, also Prana-Heilung zu lernen, ist eine ganz krasse Geschichte. Also war bei mir, ist ja schon lange her. Also ich habe 2004 Prana-Heilung gelernt. Und das war für mich tatsächlich wie nach Hause kommen. Also ich bin, also du trittst in so eine unsichtbare Welt ein. Weil wir sind ja alle sehr visuell geprägt. Das heißt, wir glauben, viele glauben nur das, was sie sehen, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt so viel, was wir nicht sehen, was trotzdem da ist. Ne? Allein der Strom in der Steckdose oder so, der fließt da, ohne dass wir ihn sehen und anfassen und also fühlen können ihn tatsächlich die Menschen, die eben
hellfühlig sind, also was dann eben Wie Nikola zutrifft. Tesla. Der Ja, weiß es mit die Sicherheit auch, sonst wäre er auf die seine ganzen Ideen wahrscheinlich gar nicht gekommen. alle, Albert Einstein, Mozart, das sind alles Menschen, die komplett angeboten sind, die also wirklich in dieser Achter leben. Und ja, das ist ja, was ich meinte, eben, wir haben so einen kleinen Teil nur hier oben drin. Ne? Das ist so was Kleines, Begrenztes. Und darüber hinaus ist so viel Fülle auch in unserem Denken. Das heißt, wir können auch unser Denken komplett erweitern. Wenn wir es wollen, ne? Wenn wir Ja. uns das bewusst machen. Und das ist die allerbeste Alzheimer-Prävention. Das Ja. Gehirn das ganze Leben lang immer wieder fordern, Neues lernen, kognitive Reserve schaffen, niemals aufhören zu lernen, dann wird dieses Gehirn da oben auch immer fantastisch für uns funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Und das ist ja das Spannende, dass wir tatsächlich wirklich nur 3% unserer ganzen grauen Masse da nutzen. Also stellen wir uns mal vor, wir würden 97% auch noch nutzen. Was wären wir für Schöpferin, ne? Ja. Und natürlich, wenn du jetzt schon in deinem Leben von diesen 3% nur so noch weniger genutzt hast, dann fällt es natürlich mehr auf, wenn dann da noch Bereiche nicht durchblutet und verkalkt sind und da auch nicht mehr funktionieren, fällt es natürlich wesentlich krasser auf, als wenn du da schon so eine riesen Bibliothek im Kopf hast und einfach riesen Potenzial, das du so nutzen kannst. Also dann ist es nicht ganz so gravierend, ne? Absolut, absolut. Felicitas, ich danke dir so sehr. Es ist so spannend und ich könnte dir jetzt noch 3 Trillionen weitere Fragen stellen. Aber wir wollen es kurz und knackig halten in diesem Adventskalender. Deshalb sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für Die Eule. die Eule. Sehr schön. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine super schöne Weihnachtszeit und ja, danke, dass du da warst.